bitte mal die Kameras auf Herrn Vogt. Herr Vogt vom WDR, herzlich willkommen in der... Sie waren bei mir zu Hause, können Sie sich daran erinnern? 7 Stunden war Herr Vogt bei mir. Wir haben es aufgenommen und ich habe mich jetzt, wo ich Sie sehe, dazu entschlossen, darüber zu berichten, denn das liegt mir am Herzen. Sie waren bei mir, Sie haben 70 Minuten nonstop gefilmt. Drum wollen wir euren Rücktritt, dass ihr euch verzieht, dass ihr nicht zurückkommt, denn wir wollen keinen Krieg. Wir wollen keinen... Liebe Zuschauer, am vergangenen Sonntag hat unser Videoteam die Friedensdemo in Dortmund besucht. Die Teilnehmerzahl hielt sich für eine Stadt wie Dortmund mit 587.000 Einwohnern doch in Grenzen. Wir sprachen dort mit Teilnehmern und überaus bemerkenswert war es, als ein Reporter des WDR mit Kamera auftauchte und zur Rede gestellt wurde. Aber sehen Sie selbst. Ihr solltet Frieden suchen, stattdessen spielt ihr Krieg. Mütter werden euch verfluchen, tote Söhne sind kein Sieg. So, vielen Dank, Gerd. Und jetzt haben wir den Mann mit dem Koffer, unser Arthur Helios, der auch gerne seinen Beitrag leisten möchte. Menschen, die damals zusammengekommen sind und dieses Grundgesetz in den Händen gehalten haben, sind von der Polizei verfolgt worden, geprügelt worden, mit Ordnungswidrigkeiten übersät worden. Weil das Grundgesetz in Deutschland mittlerweile zu einer politischen Meinung verkommen sein soll. Nein, es ist keine politische Meinung. Es ist ein wunderbar geschriebenes Grundgesetz mit 20 Artikeln, die Ewigkeitsgarantie haben sollten, und mit vielen weiteren, die absolut sinnvoll und sehr, sehr beachtenswert sind. In den letzten 3 Jahren sind uns die allerwichtigsten davon verloren gegangen. Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Ich sage euch was. Meine Würde, und das ist das, was ich seit 3 Jahren durch Deutschland trage, ist unantastbar. Sie wird es ewig bleiben. Es ist ganz egal, was irgendwelche Zeitungen über mich schreiben, was irgendwelche Fernsehsender über mich berichten. Ich frage in die Runde. Oh, ich brauche gar nicht weit fragen. Bitte mal die Kameras auf Herrn Vogt. Herr Vogt vom WDR, herzlich willkommen in der... Sie waren bei mir zu Hause, können Sie sich daran erinnern? 7 Stunden war Herr Vogt bei mir. Wir haben es aufgenommen und ich habe mich jetzt, wo ich Sie sehe, dazu entschlossen, darüber zu berichten, denn das liegt mir am Herzen. Sie waren bei mir, Sie haben 70 Minuten nonstop gefilmt, nachdem wir uns 6 Stunden unterhalten haben, in meinen privaten Räumen. Schön. Sie haben anschließend von diesen 70 Minuten nichts gebracht. Ist falsch. Wie viel Sendezeit haben Sie gebracht? Ich habe Hand gestoppt. 6 Sekunden. Sie haben nur den Satz gebracht, dass ich mich entschuldige. Richtig? Richtig. Keine Sekunde lief im Film. Wie viel haben Sie denn gebracht? Wie viel von 7 Stunden sind gebracht worden? Ruhe, bitte ruhig. Wie viel? 70 Minuten haben Sie nonstop gefilmt. Wie viel ist gebracht worden? Alles gut. Also, er hat mir vorher gesagt, dass davon nicht viel gesendet wird. Er hat Wort gehalten. Da haben Sie recht. 6 Sekunden. Sie haben es aber... Sie haben es aber nicht versäumt, in einer WDR-Sondersendung... zu berichten. Wir machen es im Nachgang. Okay.
Herr Vogt, Sie sind heute wieder hier. Und Sie werden jetzt. Ja, das war schon eine bemerkenswerte Szene, wie ich finde. Hören wir jetzt einmal, was Teilnehmer der Demo zu sagen haben. Arthur Helios. Liebe Zuschauer, ganz herzlich willkommen und ich begrüße Sie heute von der Demo in Dortmund, der Friedensdemo. Und neben mir steht Niki Schäfer. Niki, warum bist du heute hier? Ja, weil ich froh bin, dass ich endlich hier was tut und dass Leute sich zusammenfinden, um zu sagen, wir wollen Frieden jetzt haben. Schluss. Ja. Was sagst du denn zu den, ja, Menschenmassen kann man nicht sagen, zu den wenigen Leuten, die heute hier sind? Ja, es ist immer traurig, dass es so ein bisschen wie ein Ausflug vom Altenheim wirkt, wenn wir hier zusammenkommen. Ja? Da, aber vielleicht liegt es daran, dass wir in unserem Alter einfach noch in Ruinen gespielt haben. Also sagen wir, dass wir also das erlebt haben, was es bedeutet und dass wir auch in der ganzen Zeit, sagen wir, in dem Kalten Krieg auch immer die Bedrohung eines Atomkriegs ist uns viel näher gewesen, als es vielleicht den Jugendlichen heute ist. Wie bewertest du die Politik der Bundesregierung? Ja, wie heißt das, sag mal, keine Waffen in Kriegsgebiete damit, also das war das Versprechen, mit eins der Hauptversprechen der Grünen, als Schwerter zu Flugscharen und so weiter. Und ich finde das natürlich, es ist schon ein super Trick, wenn die, die gerade für Frieden eingetreten sind, plötzlich das umdrehen und ihre ganze Gefolgschaft sagt, wenn die das sagen, kann es ja nicht falsch sein. Ja? Also ich finde das schrecklich. Also, wie kannst du dir denn erklären, dass das so gedreht ist bei den Grünen gerade? Tja, na, das fängt schon mit Fischer an. Und ich meine, Kosovo-Krieg war die erste Verletzung, der das, was wir gesagt haben, vom deutschen Boden soll nur Frieden ausgehen und so weiter. Und aus den Erfahrungen, dass man einfach keine Waffen mehr im Ausland einsetzt und nicht vorneweg Verteidigung macht. Ja, und dass man also, dass plötzlich unsere Truppen überall stehen, in Südostasien, am Kopf der guten Hoffnung und überall. Also ich finde das schrecklich. Ich danke dir ganz herzlich. Ja. Lydia, warum bist du heute hier? Wegen den ganzen Lügen und für den Frieden bin ich heute hier, um endlich mal Stellung zu beziehen, dass dieses sinnlose Töten endlich mal aufhört. Und ich denke, wenn man immer weiter Waffen liefert, dann tut man den Menschen nichts Gutes. Wie hieß der Slogan früher von diesen verlogenen Grünen? Frieden schaffen ohne Waffen. Und ich war früher bei den Grünen mit Peter Kelly, die Friedenspartei. Und General Bastian hieß er, glaube ich. Ne? Also wie gesagt, das waren noch Grüne, mit denen ich mich identifizieren könnte. Aber die Grünen von heute, die also wirklich Waffen in Kriegsgebiete schicken, das ist so eine verlogene Angelegenheit. Und deswegen bin ich hier, um dagegen Stellung zu beziehen. Lydia, wie kannst du dir denn das erklären, dass die Grünen sich so gewandelt haben? Oder haben die sich vielleicht gar nicht gewandelt und waren schon immer so? Nee, das weiß ich nicht. Also ich war ja früher bei den Grünen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin erschüttert, dass das so eine Partei geworden ist, mit der ich mich nicht mehr identifizieren kann. Also ich weiß es nicht. Ich bin auch eigentlich kein Verschwörungstheoretiker, aber je mehr ich mich damit beschäftige und ich habe mir auch das Buch von dem Klaus Schwab gekauft. Und wenn ich höre, dass die Annalena Baerbock, dass Merkel und die ganzen Politiker, die jetzt an der Macht sind, dass die alle durch diese Schule von dem Klaus Schwab gegangen sind, da bin ich also ganz ehrlich gesagt, da bin ich etwas kritisch geworden. Und ich hinterfrage die ganze Angelegenheit und die Politiker jetzt und versuche mich eben zu informieren und mir eine eigene Meinung zu bilden. Ja, glaubst du denn, dass eine Demo wie die heute irgendeinen Einfluss hat? Ich denke, wenn genug Leute auf die Straße gehen, dann wird das einen Einfluss haben. Weil es gibt bei den Politikern so eine Schmerzgrenze, ich glaube 3 oder 5%. Wenn 5% der Bürger gegen irgendwas sind, dann schwenken sie um und ändern ihre Meinung wie die Fahne im Wind. Und wie gesagt, ich war letztens auch in einer Zufriedensdemo in Berlin. Ich habe das Geld in die Hand genommen, um da zu sein. Und es war wirklich gut, diese vielen Menschenmengen zu sehen, die für den Frieden einstehen und da auch mal Farbe bekennen. Lydia, ich danke dir ganz herzlich. Bitteschön. Danke. Bernward, du bist heute auch hier nach Dortmund gekommen. Ja. Ja, was sagst du denn zu dem Zuspruch dieser Demo? Könnte mehr sein, aber ich persönlich habe mich so ein bisschen gelöst davon, wie viele stehen hinter mir, sondern ich will meine Meinung kundtun. Und dafür brauche ich ja keine anderen Menschen hinter mir. Das ist ein gutes Gefühl, mit 1.000 oder wie vor kurzem 18.700 in München zu gehen.
Aber ich will meine Meinung kundtun. Das ist ja auch immer das Argument, dass wir ja tatsächlich in einer Demokratie leben, weil wir hier unsere Meinung sagen können. Ja. Bist du denn in den letzten 3 Jahren mal in deiner Meinung beschnitten worden? Oh ja. Ich war wie viele andere auch in Berlin, habe mir dann meine Schulterprellung und Bänderdehnung abgeholt. Durch Polizeigewalt. Hat mich aber nicht einschüchtern können. Geht nicht. Ich meine, sonst brauche ich nicht auf die Straße zu gehen, wenn ich in dem Moment, wo man physische Gewalt spürt, genau deshalb protestieren wir ja. Na? Und deshalb, ich habe es erlebt. Allerdings hat es sich natürlich die letzten 6 Monate, also seit präzise 3. April letzten Jahres, ne, wo vieles relaxiert wurde, hat es sich ja deutlich verändert. Zum Positiven hin. Ja, Polizisten sind freundlich, alles gut, wir erfahren keine Gewalt auf den Straßen. Ja, warum? Ich habe also keine Ausrede, nicht auf die Straße zu gehen. Na? Okay. Du hast ein Schild, grüne Waffen töten nachhaltiger. Ja, wie bewertest du die Politik der Grünen? Und warum sind die so dominant? Ja? Ich sag's mal so, ich bin kein Grünwähler, aber wenn ich die Grünen wählen würde, wollen würde, dann würde ich genau von dem Gegenteil dessen, was auf den Wahlplakaten steht, ausgehen. Weil es ist genau das, was passiert ist. In allen Belangen, ob es Kohlekraft ist, ob es Atomkraft ist, ob es Fracking ist, ob es Krieg ist, in allen Belangen haben sie das Gegenteil gemacht. Von dem, was sie durchaus glaubwürdig rübergebracht hatten, nämlich keine Waffen und Kriegsgüter in Krisen- und Kriegsgebiete. War doch glaubwürdig. Wir alle haben es so gelernt. Wir wussten, dass man kein zusätzliches Benzin in eine offene Flamme kippen darf. Wie erklärst du dir denn, dass es keinen größeren Aufschrei gibt in der Bevölkerung? Ja, das ist immer noch so eine Paralysierung. Also was ich wahrnehme auf den Straßen, ist eigentlich sehr viel Zuspruch. Aber dieses letzte Quäntchen Mut, sage ich mal. Mut fehlt noch, aber ich glaube, es wird kommen. Idealerweise ohne, dass die Menschen zu viel leiden müssen. Hoffen wir mal. Na? Okay, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Bitte. Ja, Lydia, du bist auch hier. Herzlich willkommen bei Hi. Politik Spezial. Ja, hallo. Du hast eine Jacke an von der Basis. Wie läuft es denn bei euch in der Partei so? Eigentlich ganz gut. Kann natürlich besser laufen, auf jeden Fall. Also wir sind von der Basis Hagen und wir haben mittlerweile 29 Mitglieder. Jetzt durch den Stress in der Basis im Vorstand sind bei uns ein paar aus der Basis ausgestiegen. Aber ansonsten haben wir doch immer noch Zulauf zur Basis. Wir hoffen natürlich, dass es mehr wird. Aber das Interesse ist da bei den politischen Geschehnissen allgemein. Haben wir schon das Interesse. Was sagst du denn zu dem Vorwurf, dass die Basis nur gegründet wurde, um ja der AfD Stimmen wegzunehmen? Um Gottes Willen, auf gar keinen Fall. Das war gar nicht die Absicht der Basis. Und ganz im Gegenteil, also wir kommunizieren mit der AfD. Also ich weiß nicht, wer... natürlich setzen die Leute immer solche Gerüchte in die Welt, das ist ganz klar, ja. Um irgendwie miese Stimmung zu machen gegenüber. Was stört dich denn an der aktuellen Bundespolitik am meisten? Wo soll ich denn da anfangen? Das ist aber ein komplexes Thema eigentlich, ja. Einfache Antwort wäre alles. Antwort ist alles und die sagen... Sie lügen nicht, aber sie sagen auch nicht die Wahrheit. Also sie hacken ihre Argumente ab. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Also sie sagen nicht die Wahrheit. Hm. Ja. Glaubst du denn, dass sich irgendetwas durch Wahlen ändern würde? Also meiner Meinung nach müsste die Politik komplett neu gestaltet werden. Also das ganze politische System müsste überholt werden. Ja, jetzt hat man ja gerade Gesetz verabschiedet, um den Bundestag zu verkleinern. Wie ist deine Meinung dazu? Den Bundestag verkleinern? Eigentlich müsste er komplett nicht nur verkleinert werden.
Okay, Lydia, ich danke dir ganz herzlich. Ja, komplett. Also ganz neue Strukturen müssten geschaffen werden. Lydia, ich danke dir ganz herzlich. Sehr gerne. Dankeschön. Ja, Tobias, wie ist deine Meinung zur Regierungsarbeit? Ja, scheiße, einfach. Einfach scheiße. Auch unter unserer ehemaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel, ja, war alles so wie immer. Also da war es nicht schlechter, nichts besser, ist so geblieben. Heißt nur, wir haben jetzt nur eine neue Regierung bekommen. Ich hätte Union, die SPD. Mit dem Wort die Grünen und die FDP. Ja. Wir haben mehr aber auch nicht. Glaubst du denn, dass sich irgendwas ändern würde, wenn eine Partei wie zum Beispiel die AfD an die Regierung käme? Ich sag immer, gib den Leuten eine Chance, lass es machen. Und dann, wenn es stimmt, kann man da weitermachen. Und wenn nicht, dann kann man sagen, okay, Ende. Aber ich finde, alle sagen, die AfD ist scheiße. Ich sage, halb. Aber ich finde, die AfD, die soll mal ein Programm vorstellen und dann die Theorie ja, umsetzen. Und dann gucken, was passiert. Ich denke mal, das war ja nicht mega verkehrt. Denke ich mal. Tobias, ja. Warum bist du denn heute hier? Ja, weil zum ersten Mal vor einem halben Jahr war ich hier bei NRW erwacht. In Düsseldorf. Da rein, ja, unter dem. Egal wo NRW erwacht ist, bin ich da. Ich bin dabei. Tobias, ich danke dir ganz herzlich. Okay. Danke. Bitteschön. Liebe Zuschauer, auch wenn nur wenige Teilnehmer zur Demo in Dortmund gekommen sind, so ist es trotzdem immer wieder schön, mit den Menschen zu sprechen und ihre Meinung zu hören. Nun kann man der Meinung sein, dass das alles sowieso nichts bringt. Doch ich denke, für die Teilnehmer ist es wichtig zu spüren, dass sie eben nicht allein mit ihrer Meinung sind und es tut einfach auch mal gut, mit Gleichgesinnten zu sprechen. Bitte lassen Sie ein Like da, teilen Sie bitte dieses Video und abonnieren Sie unseren Kanal und unser Magazin. Ihnen alles Gute und bis bald. Drum wollen wir euren Rücktritt, dass ihr euch verzieht, dass ihr nicht zurückkommt, denn wir wollen keinen Krieg. Wir wollen keinen Krieg. Lauter. Wir wollen keinen Krieg. Noch lauter. Wir wollen keinen Krieg. Wir wollen keinen Krieg. Wir wollen keinen Krieg. Wir wollen keinen Krieg. Das ist unser Sieg.